So, herzlich willkommen zurück zu Elder Scrolls Skyrim. Wir sind vor der Kämpfergilde. Wir wollten nämlich das noch eben mitnehmen, bevor es dann wirklich endlich mal in die Katakomben geht. Genau, das ist so im Grunde die Kämpfergilde. Das wird jetzt noch ein bisschen. Ich hoffe, es tut mir echt leid, Leute, dass das jetzt wieder so ein bisschen länger dauert, aber ich möchte es euch eigentlich nicht vorenthalten, weil die Gilden interessant sind und ihre eigene Story haben. Es geht mir vielmehr darum, ob ich da noch Waffen vielleicht mitnehmen kann. Und dann bin ich in der Kämpfergilde drin. Früher oder später würden wir das sowieso machen. Und ja, dann geht's jetzt mal rein. Lohnt sich also von vornherein, das jetzt einfach mitzunehmen. Ja, umso besser wir ausgerüstet sind, umso einfacher wird es uns dann auf jeden Fall in den Katakomben fallen. Genau. Und ob ich die jetzt davor oder danach mitnehme. Die schon wieder an? Das wird... Tom, kümmert euch nicht darum. Die diskutieren nur ein paar Probleme aus. Ihr glaubt also, ihr... Wer weiß, vielleicht ist er gerade besonders großzügig. Vorsicht mit den Klingen. Kommt schon. Passt gut auf. Vielleicht lernt ihr das Sagen über was? Ich habe das Sagen über mich und ihr habt das Sagen über euch. Wenn ihr uns beitreten wollt, solltet ihr mit Kordlak reden. Ich werde euch... Also ab zu Kordlak. Ne, das ist Farkas. Moment, Farkas kennen wir doch. Naja, von den Gefährten, das ist die Kämpfergilde. Als das Kaiserreich sich dem alten Miri... Ja, das erwähnt ihr immer wieder sehr gern. Ihr wisst, dass ich ein Ängster habe. Ich finde es übrigens so krass, wie viel Audioaufnahmen von den Gesprächen her in diesem Spiel aufgenommen worden sind. Mhm. Und man muss bedenken, jede Audiospur zweimal, denn sie erwähnen auch sie und er, je nachdem, richtig, was für ein Geschlecht man sich ausgewählt hat. Und in verschiedenen Sprachen. Ja. Ne, also es gibt Deutsch und Englisch und bestimmt noch andere Sprachen. Stimmt, also rein theoretisch. Ich kümmere mich um die Krieger von Reden. Ich, ein Haufen guter Männer und Frauen, die aber viel zu viel Dreck machen, wenn ihr mich fragt. Arme alte Putze. Ist doch süß. Müsste ich den nicht hier unten finden? Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Ein Fremder betritt unsere Halle. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, sie aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Mädchen? Das ist sehr weise. Das ist die richtige Einstellung. Wilkas hier wird sich eurer annehmen. Wilkas bringt sie in den Hof und seht, was sie kann. Ja. Ja. Begeisterung. Kein Bock, aber ja. Nicht hier. Na und der Vorteil von Gilden ist auch, ihr habt immer ein Schlafquartier. Und das ist wichtig, um die Gesundheit wieder aufzubessern. Mhm. Ne? Weil schlafen... Also sind die Gefährten die Kämpfergilde hier? So wie ich das verstanden habe, ja. Aber es scheint sich von der Kämpfergilde in Oblivion etwas zu unterscheiden. Die heißt auch Kämpfergilde und ist dem Kaiserreich unterstellt. Und die Gefährten, wie das für mich scheint, ist hier eine eigene Institution, die... Ne, einfach eine Institution von Söldnern, die man anheuern kann, wenn man ein Problem hat. Nicht unbedingt Assassinen, dafür gibt es auch wieder eine bestimmte Gilde, eine Assassinen-Gilde. Sondern wenn man zum Beispiel hier wie dieser Hofbesitzer ein Problem mit Bergtrollen hatte, solche Dinge. Aber in Oblivion war die Kämpfergilde ganz nah dran an der Polizei tatsächlich. Daran, die Polizei zu sein. Das heißt, sie war dem König unterstellt, also dem Kaiser. Und das scheint hier nicht der Fall zu sein. Wilkas müht sich voll ab, euch rennt er. Der Alter hat gesagt, der... Ihr
Ihr hättet nie herkommen sollen. Gut gemacht. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf, denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Ja, ich hab dich auch lieb, Junge. Was dann? Es könnte sein, was soll denn dass das? Sich so selbst umbringen. Mit eurer Hilfe. Nette Rüstung. So viel Glück könnte so, man. So, wer ist Eorlund? Der Schmied wahrscheinlich dieser Stadt oder was, wo wir das Schwert hinbringen müssen, wenn es geschleift werden soll. Normalerweise hat jede Gilde einen eigenen Schmied. Deswegen würde ich jetzt dir empfehlen, einfach nochmal ins Quest zu gehen, Dings zu gehen und auszuwählen. Ich guck mal eben, wer hier alles mein ist. Mein Bruder Vilgas kann besser reden als ich. Müsste hier irgendwo sein. Brill. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Hör mich auf. So. Dann wird es wahrscheinlich der Segen der Natur zu den Waffen sein, oder? Zu den Waffen. Ja. Yep. Auswählen. Und du hast Verschiedenes noch aktiv, deswegen geht's nichts als aktive Quest. Half mir, das Ruder herumzureißen. Ah, er ist doch im Hof. War schon. Oder? Ja, das scheint der Hof zu sein noch. Meine Orientierung ist so schlecht, Leute. So. Wahrscheinlich da oben, oder? Doch einfach so wunderschön detailreich gemacht, ne? Mhm. Wie ich sagte, jede Gilde hat... Was führt euch her? Dann seid ihr wohl der Neue hier. Mit dieser Einstellung würdet ihr es weit bringen. Wäret ihr ein spießiger Händler oder der Lakai eines Jahr. Hier bei uns müsst ihr lernen, euer eigenes Leben zu leben. Denkt daran, bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Ich gehöre nicht zu den Gefährten, aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorlund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Du vergisst ja schon wieder, deine Fragen vorzulesen. Oh, ja. Entschuldigung. Ich lerne das noch. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Gut gemacht. So, und jetzt können wir natürlich den ganzen Kram auch nehmen. Der Helm. Unsere Schmiedekunst hat sich verbessert. Und ich sollte das mitnehmen. Willst du den Helm doch nicht? Mit dem Helm. Oh, tatsächlich, das ist ein Helm. Eisenhelm hört sich sehr nach. Sehr an. Ja. Rüstung. Eine Menge Stahl zu schmieden. So, dann machen wir eben das hier noch fertig. Ich nehme auch extra den kurzen Weg. Und ja, normalerweise, wenn es so ist wie in Oblivion, dann stehen uns hier halt auch mehr an mehr Waffen und alles Mögliche zur Verfügung. Wenn es nicht so ist, war es mehr oder minder verschwendete Zeit, aber man kann immer was daraus machen. Unten im Keller, ne? Ja. Wie sieht das denn bei euch aus? Werdet ihr jetzt,
stellt euch mal vor, ihr wärt wirklich in dieser Welt. Würdet ihr eher einer Kämpfergilde beitreten? Würdet ihr eher den Weg eines Magiers gehen? Würdet ihr stehlen? Was würdet ihr tun? Würde mich wirklich interessieren. Also persönlich finde ich auf jeden Fall, Einzelgänger wäre auf jeden Fall nicht die richtige Wahl in so einer Welt. Man sollte wirklich gucken, dass man sich irgendwelchen Gruppierungen anschließt, denn alleine ist es hier extrem schwer zu überleben. Davon abgesehen, klar, man kann das Spiel hier auch alleine durchzocken, meine ich jetzt, aber in der Realität gesehen... Ach, sie ist das. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell... Ah, gut, darauf habe ich gewartet. Moment, ich kenne euch doch. Also glaubt der alte Mann doch, dass ihr Mut im Herzen habt. Ah, stimmt, wir haben ja mit ihr geredet. Mit Wilkas trainieren sehen. Ah, ja, ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lasst das bloß nicht Wilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ah, eine Frau, die ihre Taten für sich sprechen lässt. Ich wusste, dass ihr das gewisse Etwas habt. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit! Das ist sehr cool, dass die Taten, die man schon vorangemacht hat, also wenn man die vorher getroffen hat, dass das dann auch noch auf das Spiel halt Effekt hat. Genau, wenn wir die nicht getroffen hätten, sie fordern uns zu wäre es eine ganz andere Konversation. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Tilma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Euch kenne ich noch nicht. Ihr braucht etwas? Bis zum nächsten Mal. Übrigens, wenn ihr noch eine Beschäftigung sucht. Wir haben eine Mitteilung von jemandem bekommen, der hier im Fürstentum Weißlauf starke Leute braucht. Hat er sich gerade den Krug aus dem Arsch gezaubert? Ich weiß nicht, warum gekämpft wird, aber das geht uns sowieso nichts an. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen und diesen Milchtrinker einschüchtern. Und nicht mehr. Niemand soll sterben, verstanden? Versucht es nicht zu übertreiben. Der neueste Rekrut, richtig? Eine Beschäftigung. Was haben wir jetzt für Vorteile durch das Schlafen? Normalerweise geht die Gesundheit wieder hoch, aber es ist automatisch gespeichert und alles. Im Grunde ist es nicht verkehrt, mal eine Stunde zu schlafen. Dauert bei uns eine Sekunde. Mal manche Quests können wahrscheinlich nur zu einer gewissen Uhrzeit gemacht werden, ne? Ja, so wie in Oblivion. Richtig. Auch da muss man einfach gucken, dass man halt dann so lange schläft, bis die Zeit um ist, damit man halt nicht wirklich normalerweise da draußen steht und irgendwie 6 Stunden wartet. Genau, so ist es. Aber man kann natürlich hier warten, solange man möchte, ne? Also, ach, auch das ist die gleiche Funktion, das ist, okay. Genau, das ist durchaus möglich. So, wie sieht's denn mit den Objekten aus? Ich habe genug frei. Gut, dann können wir jetzt auch nach Weißlauf, ja, die Quest mal endlich angehen. Ich werde das jetzt auch direkt markieren. Wir sind jetzt nicht best ausgerüstet, aber wir sind ausgerüstet. Hast du deine Rüstung eigentlich angezogen, die du geschenkt bekommen hattest eben? Du hast ja. Ich habe immer noch die Sturmrüstung an, also ich werde die jetzt anziehen. Die hat auch nur tatsächlich nur 2 mehr. Ne, wie du siehst. Ja. Sehr schön. Ach, man hat sogar ein eigenes Bücherfach. Natürlich, man hat für alles. Und für das, was man nicht hat. Und das landet im Sonstiges. Von daher, genau. So. Ja, jetzt gehen wir in das Hügelgrab, ne? Mhm. Ja,
werde jetzt, ich würde sagen, wir machen jetzt so lange diese Folge noch, bis wir das Hügelgrab erreichen. Ich denke, das wird nämlich jetzt auch seine Zeit brauchen. Mhm. Und haben wir die Möglichkeit, ein Pferd zu reiten jetzt? Draußen das weiß noch ich Stelle. Nicht. Das wäre schön, wenn, aber das muss ich jetzt sehen. Es ist auch sehr schön, wie viele verschiedene Arten von Magie es einfach gibt und dass man ganz verschiedene Taktiken nutzen kann, um seinen Gegner zu besiegen. Ich denke, wir werden wahrscheinlich auch oft noch in diesem Spiel sterben werden. Oh ja. Das wird auch unvermeidbar sein. Ich muss mich gerade dazu, mal wieder zu speichern. Das ist nicht so verkehrt. Gab es eigentlich ein Herr-der-Ringe-Spiel, was genau wie dieses hier war vom Aufbau her? Ich glaube nicht. Alle Herr-der-Ringe-Spiele, die ich bisher gespielt habe, waren absolut nicht gut. Ja, selbst der Online-Teil war jetzt wirklich nicht mein Ding. Viele schwören auf das Spiel, aber irgendwann ist es halt Free-to-Play geworden, weil halt kaum noch einer es gespielt hat und naja, was soll man machen? Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Braucht Tat des Tages. Dann redet mit meinem Vater, Skulvar. Skulvar. Der schläft jetzt natürlich. Ich habe die schnellsten Rosser in ganz. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Er steht erstmal auf für uns. Was? Ja. Wie ihr meint? Könnte ein Pferd stehlen, aber das ist nicht unbedingt so schlau. Ja, nee, muss im Grunde sein. Ist es gar nicht so verkehrt, wenn wir laufen, denn dann leveln wir tatsächlich schneller, weil unsere Ausdauer wird gelevelt und ja, verstehe. Wir können auch viel mehr mitnehmen, einfach so am Wegesrand. Jetzt zum Beispiel hier. Wir haben ja gesehen, wir können auch aus super Sachen kochen, die auch Leben wiederherstellen. So ist das. Das ist etwas, sorry, da müsst ihr wirklich mit leben. Ich werde Sachen mitnehmen, wenn ich sie irgendwo sehe. Die wachsen ja auch letzten Endes nach, also es ist sinnvoll, die richtig. Jetzt mitzunehmen. Richtig, und das ist einfach etwas, oh, ganz ehrlich, ich glaube, ich werde mir eben die Steuerung umlegen, weil ich... Du musst erst draufdrücken wahrscheinlich. Egal, nein, ich lasse sie, wie es ist. Hat schon seinen Sinn. Ich werde mich dran gewöhnen, das Springen auf Silonis. Ja, musste sich ja auch bei Oblivion erstmal dran gewöhnen, dass das Springen überhaupt auf komische Tasten ist. Da war auf B, deswegen. Yay. Und, haben wir Tiere? Nichts greift uns an. Später können wir auch unsere Sachen verzaubern und zum Beispiel... wie nennt man das? Infravision. Ne? Also eine bessere Nachtsicht machen. Wir können Leben entdecken. Also wenn das so ist wie in Oblivion. In Oblivion konnte man das auf jeden Fall. Aber wisst ihr was? Ich werde da gar nicht mehr so viel dazu sagen, denn ich möchte euch nicht spoilern, falls ihr das Spiel oder Oblivion noch nicht gespielt habt. Wie gesagt, ich empfehle euch nur, Oblivion vorher zu spielen und ich kann mir auch, oh, das ist wahrscheinlich... Das ist ein großer oder Riese. Riese gehe ich davon aus. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich kann mir auch vorstellen, für euch noch ein Oblivion-Let's Play zu machen. Insbesondere die Shivering Isles. Da finde ich die Story einfach genial. Das Wolf, ja. Rechts von dir. Ja, ja. Hinter dir. Dann stirb mal, Junge. Das schreit nach 300 Folgen Oblivion. Ja, aber wie gesagt, ich werde das nicht tun, wenn ihr das nicht in die Kommentare schreibt. Das ist einfach was, denn ansonsten mache ich mir die ganze Arbeit umsonst, wenn das keinen interessiert. Und wenn es wenigstens ein paar Leute, wenn es auch nur du bist, der da gerade zuhört, wenn es... Ja, du. Ne? Ja, genau. Ja, wenn es auch nur dich interessiert, dann werde ich mir das überlegen. Aber wenn da kein einziges Kommentar steht über mach mal was von Oblivion, ne, dann gehe ich persönlich davon aus, dass ihr das kennt. Ich gehe davon aus, dass es totgezockt ist und ich gehe davon aus, dass es dann kein Mensch gucken wird. Ne? Und Oblivion ist genauso detailliert, genauso weitreichend einfach wie Skyrim. Und dann werde ich mir die Mühe nicht machen.
Wenn aber doch, ne, wie gesagt, lasst es mich wissen und dann ist das überhaupt kein Problem. Oh, wir haben die irgendein Sturzhügelgrab gefunden. Ödsturzhügelgrab, was ein Name, ey. Wo wow, die Nordlichter. Das ist ja geil. Wundervoll. Alleine dafür liebe ich Skyrim schon. Das ist. Ihr fragt euch bestimmt auch, warum ich das so lange gebraucht hat, ne, mich als eingefleischter Oblivion-Freak Skyrim zu zocken. Ja, der Hauptgrund ist einfach, dass zum einen die Zeit gefehlt hat und zum anderen ich das nicht in einer schlechten Grafik spielen wollte. Und meine persönliche Ausrüstung nicht dafür ausgereicht hat, Skyrim in einer hohen Auflösung zu spielen. Und oh. Euer Kampf gehört mir! Ja. Und ja, das hat mich dann einfach davor. Hast du schon ausgerüstet, ne? Was? Warum kämpfst du jetzt gegen Nord? Weil das Banditen sind. Aber der scheißt immer noch auf dich. Der scheißt immer noch auf mich. Ich weiß nicht wo, ich sehe ihn nicht. Kannst du bitte mal die Lampe neben dir ausmachen? Klar. Danke, weil. Ah. Ja, wo denn? Rechts, da. Langbogen, der ist sogar besser. Wundervoll. Feldschuhe wären besser, ne? Mhm. Nase abgeschnitten. Oh, Jagdbogen, ne? Der ist noch besser. Gut, dass ich den vorher nicht gekauft habe. Wunderbar. Zack, und Leben schon wieder voll. Wo war der Eingang? Rechts von dir, ne? Aber ich werde mich auf jeden Fall noch umgucken. Und ja, wie gesagt, um an das anzugrenzen, was ich gesagt habe, ich finde Skyrim. Boah, seht euch das an. Sollte man mit entsprechender Grafik spielen und das war bei mir einfach nicht gegeben, dann war die Zeit nicht gegeben. Aber umso mehr freue ich mich, es jetzt zu spielen. Gut, man hätte wahrscheinlich noch mehr rausschlagen können, wenn man es auf dem PC gespielt hätte, aber ich finde, es ist an der Konsole halt extra so angepasst, dass es gut läuft und gut aussieht. Also Performance halt relativ gut ausgelastet. Mhm. So. Okay. So, dann speichern wir jetzt mal und sind auch schon, ne, an ja. Der Zeit mal wieder das Ganze in eine neue Episode zu stecken. Aber genau. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr da wieder dabei seid. Richtig. Und den Endscreen läuft ja schon bereits, wie ihr gesehen habt. Und da gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen. Wir haben zwar diese Folge eigentlich für das Ödhügel-Grab-Dings-da-Bums da eingeplant gehabt. Aber ja, tut uns leid. Ihr seht es halt in der nächsten Folge. Umso mehr gibt es halt an Folgen. Umso länger wird das Ganze euch noch eine Runde bespaßen. Und es würde uns, wie gesagt, wie sie schon gerade sagte, freuen, wenn ihr wieder einschaltet und dabei seid. Bis dahin. Auf Wiedersehen.